Hallo, meine lieben Freunde. Ui, da sind sie schon wieder weit weg. Hallo? Na? Ah, da war doch der Feiertag schon wieder rum. Na, zum Glück ist Montag noch einer. Gott sei Dank! Oh, sorry. Herzlich willkommen zurück zu Another Brick in the Mall. Mit mir, Curdery, auf meinem Kanal. Curdery. Und ja, wir haben ja letztes Mal versucht, das Kino zu bauen. Der Grundriss steht, sag ich mal. Komm, lass ich mal weiterlaufen. Und ja, sonst steht hier eigentlich gar nichts. Und ich muss auch sagen, das ist ein bisschen klein geraten, aber ist okay. Vielleicht können wir das nochmal erweitern. Ich weiß ja nicht. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Finanzen. Wir nehmen jetzt nochmal ein Darlehen auf. Eine halbe Million. Ah. Ich weiß ja nicht. So 100k. Hä? Ach komm. Mach doch hier. 200k. So, jetzt haben wir Schulden. Das ist aber. Ist okay. Warum ist es okay? Weiß ich auch nicht. Guck mal, das reicht nicht immer, um das zu bauen. Das reicht nicht immer. Aber ich hätte gerne den ganzen Komplex hier zugeknallt. Warum? Mehr Platz, mehr Kinos. Vielleicht können wir da noch mehr Zeug reinballern. Ist das der erste Einstieg in die Mall? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, wir machen ja nochmal einen Parkplatz weg. Straßennetz. Wir machen nochmal zwei Dinger weg. Weiß nicht, die brauchen noch viel Platz, gell, oder? Ne, es geht. Jeweils eins. Und wir stellen mal Leute ein. Hier, Dings. Wartungszentrum. Personal, Bauarbeiter. Ist mir scheißegal, wie die heißen, was die machen. Bauarbeiter. Nochmal Bauarbeiter. Schichtplanung. Das sind alles Bauarbeiter hier. Wie lange arbeitest du? Ne, 10 Stunden. Die haben alle 10 Stunden. 10, du nett. 10. 10. 10! Weil so toll war, 10. Und du arbeitest schon 10. Und ist noch einer, der arbeitet aber auch 10. Bauarbeiter. Nein, Schichtplanung. Wir machen die immer, ne? Machen wir das so? Ja, komm, wir überlappen die. Wir überlappen die einfach. Guck mal hier. Fantastisch! Und du machst das auch da so. So! Jetzt gehen wir hier mal Vollgas. Weil hier muss ja mal was passieren. Ich habe hier einen Worker, der schafft nichts, weißt du? Der sitzt da in der Ecke und raucht. Und das dauert schon 3 Stunden, bis der die Zigarette fertig geraucht hat. Gefühlt. So, und wie gesagt, das andere, das läuft ja alles, ne? Ja, du läufst ja sowieso. Du läufst tatsächlich auch ganz gut. Der Darkroom läuft auch. Die Schmuckputze, ja klar. Und das Fastfood-Restaurant, das, ja, ist halt nur da, kostendeckend zu arbeiten, damit die Leute hier was zu fressen haben, damit die länger da bleiben. Mundpropaganda, Lebensmittelgeschäft, nein, Buchhandlung, ach, eine Bowlingbahn, was ist denn? Was ist denn eine Bowlingbahn? Aber wir bauen erst das Kino, hoppla. Weil ich da Bock drauf habe. Sollten das nicht 3 Leute sein, die hier nachts arbeiten? Ella! So, ja, wie gesagt, hier kommt auch mal ein neues Lager hin, habe ich gehört. Bauen, Mauern, toll, so. Einmal mehr Schulden. Aber wie groß machen wir das? Wie groß machen wir das? Ich weiß noch nicht. Die Hälfte von dem Raum hier. So machen wir das. So passt das ganz gut, denke ich. Bin frohen Mutes, dass das so. Na, bah, nee. Alle. Personaltür. Oh, Bekleidungslieferant ist auch fertig. Jetzt können wir hier, ne? Bowling. Als nächstes machen wir Bowling. Bowling! Bowling! Personaltüren. Hier die ganze. Wir machen die 2 Personaltüren reinkommen. Fliesen! Komm, wir machen hier mal tolle Fliesen hin nach draußen. Die hier sehen doch ganz toll aus. So. Und so.
Kann ich auch. Guck mal, Josi, abgeht! Ja, geil! Zieht's euch rein! Zuweisen! Kino! Ich weiß noch nicht, wie groß machen wir das Kino? Was machen wir überhaupt rein? So viele Möglichkeiten. Also, das ist ein Lager. Hier vorne machen wir mal Doppeltüren Richtung Geschäft, so. Jetzt ziehen wir eine Mauer. Da machen wir jetzt eine Mauer hin. Ich weiß nicht, wie groß dieses Kino ist. Ich weiß es nicht. Doppeltür. Warte mal. Warte. So machen wir das. Ist das akkurat? Nein. Scheißegal. Doppeltür. Nein. Nein, ich hab's verkackt. Ich hab's einfach verkackt. Ruhige Hand. Ich brauche eine ruhige Hand. So. Zuweisen. Kino. Bauen. Bauen. Kino, was brauchen wir da? Filmprojektor. Wow. Der kostet mich $10 am Tag. Mülleimer. Ja, wo projiziert er denn hin? Hä? Ja, einer reicht doch, oder? Ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen... Kostet das Kino kein Geld? Mal ganz blöd gefragt. Alter, die sind ja arschteuer, die Sitze. LOL! Machen wir fett Beinfreiheit hin oder nicht? Nee, gell. Wie hab ich denn gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen wir mal 8, komm. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Und 8. Mülleimer knallen wir auch noch hin. Toll. Warte, den drehen wir nochmal. Ganz stylisch. Ich hätte jetzt gedacht, was ist mit der Leinwand? Nix. Wird einfach an die Wand projiziert. Gut. Ich brauche kein Lager. Was ist denn, was? Ticketlobby. Ticketlobby? Für was? Kino. Für was ist die Ticketlobby da? Ist die Ticketlobby fürs Kino? Das weiß ich halt nicht. Kino unvollständig. Aber man braucht 20 Sitze. Okay. Ticketlobby. Ja, siehst du, man braucht hier Ticketlobby. Okay. Ich muss ja einen einstellen. Komm, gib mal Gas. Boys. Das Kino schaffen wir diese Folge. Komm. So. Jetzt muss ich hier... Stelltege. Muss ich hier einen einstellen? Kino? Nö. Lobby verbinden. What? Zuweisen. Muss ich eine Lobby bauen oder was? Ticketlobby. Ja, warte. Warte, wir ziehen da nochmal eine Mauer rein. Da, hier machen wir eine Mauer hin. Und da... Alle machen wir nochmal eine Tür rein. Und hier machen wir auch nochmal eine Tür rein. Worker, könnt ihr bitte nochmal... aktiv werden? So, verwalten. Kino. Lobby verbinden. Kino. Cinematic. Huch. Cinematic. Curry. Ich bin da. Ich muss sie doch einstellen, oder nicht? Ist das jetzt offen? Kommen die Leute da hin? Zuweisen. Reicht das? Oh nein, die streiken schon wieder. Nein! Jetzt habe ich hier ein Lager gebaut, was kein Schwein braucht. Ah, hier kommt die Straße noch hin. Also hier, Ladezone und eine Müllabfuhr. Kommt da noch hin, weil dann müssen die nicht hier unendlich so, jawohl. Egal. Das macht nichts. Benötigt eine Ticketlobby.
Benötige ein verbundenes Geschäft. Warte, ich glaube, ich habe es falsch rum gemacht. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Kino. Passt das jetzt hier? Unvollständig. Benötige eine Ticketlobby. Die habe ich doch. Oh? Moment. Zuweisen. Ticketlobby. Machen wir das mal kleiner. Oder? Ich weiß noch nicht. Kino. Verwalten. Uch. Kino. Benötigt Kassierer. Benötigt ein verbundenes Geschäft. Ist es doch. Ticketlobby. Ach, hier. Ja, dann mach doch. Einstellen. Du arbeitest natürlich auch 10 Stunden. Machen wir gleich 2. Ja, dann arbeitest du 12 Stunden. Kassierer einstellen. Okay. Bis hierhin lassen wir es erstmal so. Vielen Dank, dass ihr wieder zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Einblick hier in unser unfertiges Kino. Ist klasse, es ist eine Heidenarbeit, ein Kino zu managen und zu bauen, weißt du? Ich habe keinerlei Erfahrung. Danke. Vielen Dank, dass ihr wieder zugesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit A Brick in the Mall. Another Brick in the Mall. So, musste gerade ein bisschen nachdenken. Dumm. Und morgen wieder Half-Life, 18 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Euer Curdy.